Also, wir sind bei der Verschuldung, oder? Also respektive, wie sicher ist die Aktie? Wie wohl kannst du dich fühlen, dass die Firma nicht irgendwie zu viel Schulden hat und plötzlich muss ihre Bilanz deponieren? Mhm. Dort haben wir den Verschuldungsgrad, wo es darum geht, wie viel Fremdkapital hat sie aufgenommen im Verhältnis zu ihrem Eigenkapital. Das Zweite, was dort wichtig ist, ist, hat sie irgendwelches Fremdkapital, das gerade zurückgezahlt werden muss. Das nennen wir Refinanzierung. Also ist da eine Gefahr, dass die sehr viel kurzfristiges Kapital hat, wo bald was gezahlt werden, dann hat sie eigentlich eine Refinanzierungsfrage. Mhm. Und das Dritte ist, wie viel Cashflow erwirtschaftet die Firma, die sie brauchen kann, um die Schulden abzuzahlen. Das nennen wir Liquidität. Also was kommt da Geld rein, was schlussendlich kannst du brauchen, um die Schulden abzutragen. Mhm. Die drei Kennzahlen, die tun wir wieder für jede Firma messen. Oder wie viel Verschuldungsgrad, wie viel Refinanzierung hat sie, Themen und wie viel Liquidität hat sie. Und dann schauen, wie viel Prozent von der Firmen sind schlechter. Und das gibt dann einen neuen Rang von 0 bis 100. Oder? Können 100% von der Firmen schlechter sein. Und auch das konsolidieren wir in einem Sicherheitsrang. Mhm. Die so der Durchschnitt von diesen drei Rängen am besten sind, im Vergleich zu vergleichbaren Anlagen, die kommen wieder 100 Punkte über im Sicherheitsrang. Du hast ein Ranking für die sicheren Firmen. Also das heisst, wenn ich jetzt eine grosse Firma auslesen kann, ich schauen, wie sicher ist die? Wie sicher ist sie? Finanziert, muss man noch sagen. Ja, finanziert. Okay. Ja, genau. Ja. Also hat sie, genau, wie sicher ist sie finanziert? Mhm. Ja. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, wie man einfach herausgefunden hat, die Firmen, die da wahnsinnig viel Risiken eingehen, dort schwanken die Kurs dann viel stärker und man hat das Risiko, dass sie halt einfach sich übernehmen.